Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Ja, ich fürchte, wir müssen das einfach mal ausprobieren, ob wir darüber springen können. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich so weit springen kann. Ah! Gi! Oh mein Gott, ernsthaft? Wie soll das gehen? Ah! Oh, es geht. Es geht. Ah. Oh. Oh, ein Gegner. Ah, okay, ich kann trotzdem angreifen. Vorsicht, Vorsicht. Schön vorsichtig sein. Nochmal angreifen. Und wieder ausweichen. Und es ist erledigt. Alles klar. Ja, da komme ich jetzt... Ah, hier waren wir doch gewesen. Ja, klar waren wir hier gewesen. Es war die nervige Stelle gewesen. Oh nein. Uah. Ist er jetzt mal tot? Oh, Hilfe. So. Oh nee, nicht noch einer. Ist schon schwer genug. So. Und noch ein Stückchen weiter. Darf ich es hier schon ablegen? Bitte. Das wäre cool. Ja. Klarheit gewinnen. Oh. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gumon-Siegel, wurde gefunden. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Das Element des Windes... Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Das Problem war, ich wollte immer befindet sagen. Ich finde es viel logischer, befindet zu sagen, aber egal. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Ah, okay. Alles klar. Vielleicht schauen wir uns aber einmal hier um. Alles klar. Das haben wir erledigt. Aber da zum Beispiel... Ah, wahrscheinlich müssen wir da runter. Aber zum Beispiel, da ist ja noch was. Das versuchen wir zum Beispiel jetzt einfach mal zu holen. Oh, nö. Nö. Ist hier, hat das gespeichert? Ach, verdammt. Ich mag das Viech doch nicht. Okay, wartet. Nicht sterben, bitte, nicht sterben. Oh, es geht uns wirklich schlecht. Ich speichere hier jetzt einfach mal. Weil ich kann, 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 kann, kann. Oh, Mann. Okay, kein Problem, wartet. Na, komm doch hier runter. Komm. Ey, der traut sich nicht, ne? So ein kleiner Schisser ist der. So sieht's mal aus. Wow, der eine hat den anderen erschossen. Das ist ja voll krass. Oh, und der hat mich erschossen. So kannst du natürlich auch laufen. Okay, erst einmal. Oh. Es dauert jetzt 100 Jahre, bis ich erstmal überhaupt hier rauskomme. So, sehr schön. Jetzt bitte nicht treffen lassen. Oh, meine Güte. So. Jetzt geht's hier ein Stück weiter. Vorsichtig, bitte. So, der ist auch erledigt. Ja, da oben komme ich jetzt, glaube ich, gerade nicht ran. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Uns geht's auch gerade ganz gut eigentlich. So, sehr schön. Jetzt sind wir auch noch geheilt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl, als jetzt nach unten zu gehen. Ich probiere es mal eben. Nö, da komme ich gar nicht ran. Es ist... Ah! Viel zu weit. Tja. Nee, ich komme hier nicht höher, leider. Schade. Okay, wir müssen erst unten lang. Ah! Sehr schön. Geil. Was ist das für eine... Geräuschkulisse? Das ist ja mega laut. Ist hier noch was?
Scheinbar nicht. Ah, wow. Da unten sind Gewässer. Oh, die schießen von allen Seiten. Oh, Schande. Oh, nö. Oh, nö. Es tut mir so leid, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid, dass ich immer wieder so verplant bin. So. Gleich speichere ich. Das klappt gleich. So. Ich hätte ja auch wirklich hier das einfach mal benutzen können. Aber ich habe halt nicht dran gedacht. So. Jetzt machen wir das gleich. Ich fliege nochmal darüber und dann sorge ich aber erstmal dafür, dass wir speichern. Genau. Es hat sich ja doch dann gelohnt mit dem Rüberfliegen, weil wir da uns die Experience holen können, beziehungsweise die Fähigkeitenpunkte. Auch wenn es nicht so viel ist eigentlich, aber egal. So. Hier verbrauche ich das jetzt einfach mal. Kann ich da unten denn überleben? Ah, okay. Das ist vielleicht der sicherere Weg hier unten lang. Weil so können wir uns Stück für Stück annähern. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. Uah. So. Okidoki, das hier sieht aber ziemlich gefährlich aus. Na? Ich komme nicht ganz ran. Aber ich... Wartet mal. Okay, es hat gereicht. Oh. Jetzt ist der Weg da hinten frei. Wir sollen dahin. Ah, okay. Den Rückweg haben wir freigespielt. Das ist ja cool. Das ist ja sehr gut. Stirb bitte! Oh. Okay, ist da unten noch was? Bestimmt ist da noch was. Das Problem ist, dass da unten auch Stachel sind. So, mal eben schauen, ob wir hier was Schönes haben. Ah. Oder ob das nur ein anderer Weg ist. Das kann natürlich auch sein. Ah, hier ist auf jeden Fall nochmal... Oh, sehr schön. Un cristalito. Ach, jetzt sind wir, glaube ich, doch auf dem Weg dahin. Wie geht das hier auf? Das ist mir noch nicht ganz klar. Sowas hatten wir ja schon mal gehabt. Ah, okay. So geht das auf. Super. Ein Kartensteinfragment. Hier können wir bestimmt irgendwo die Karte aufdecken. Das wäre natürlich super. Die Frage ist, wo? Und vor allem gehen wir nicht erstmal doch... Wartet mal, ich speichere hier mal jetzt einmal. Ach, die werden hier immer wieder geboren. Das ist ja... Scheiße. Oh, war da oben was, oder? Boah, ey, nee, lasst mich in Ruhe. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Hä? Soll ich den bis dahin locken? Oder wie darf ich das verstehen? Wie kriege ich den denn auf mich aufmerksam? Hier oben? Hey du! Ach so, nee, dann stirbt er ja. Sobald er kollidiert mit was. Hier lang! Hier lang! Hier lang! Aber wie kann ich dafür sorgen, dass er in dem Winkel dagegen fliegt? Ob das wirklich funktionieren kann? Ich probiere es nochmal. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Nee, das wird doch nie was. Also ich glaube, so kriegen wir den da nicht entlang. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Au! So. Wir sind wieder voll geheilt. Okay. Oh, da ist ein blauer Blob. Ein blauer Blob. Au! Au! Ach so. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich glaube, wo ich jetzt hier langlaufe, geht es schon wieder weiter, ne? Ich schaffe das immer wieder, dass ich schon da lang weitergehe, wo es weitergeht. Eigentlich möchte ich ja noch Sachen einsammeln. Ich glaube, dass wir das auch echt dringend eigentlich nötig haben, ne? Weil uns geht es nicht so geil.
Ist einfach so. Und wir haben noch ein Kartensteinfragment. Das könnten wir auch irgendwo mal einsetzen. Aber ich habe keinen Bock, gleich zu sterben. Wow, 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 wow. Entschuldigung. Okay, das ist doch die perfekte Chance, um erstmal hier lang zu gehen. Ich möchte erstmal, dass wir uns nochmal umschauen hier oben. Und noch ein paar Sachen einsammeln. So. Damit wir uns noch ein bisschen aufleveln können. Oh, wenn das jetzt überhaupt noch geht, komme ich hier jetzt überhaupt wieder hoch? Ach so, ja doch. Mit den Vögeln. Oh. Ah! So, okay. Wir haben es geschafft. Ach, nicht du schon wieder. Der hat zwar rote Spucke. Die anderen hatten immer grün. So, wo ist denn hier jetzt zum Beispiel noch was? Da oben ist noch was. Ja, da unten zum Beispiel, ne? Da ist bestimmt was richtig Gutes. Hinter... Oh! Ah! Ja, super gemacht. Haha, gleich mal erwischen lassen einmal. Nee, hier müssen wir nicht unbedingt lang. Oh, lass mich einfach in Ruhe. Also ich muss ja nicht gegen jeden kämpfen, ne? Muss ja nicht sein. So. Jetzt gehe ich mal hier links runter. Ups. Und dann schauen wir mal zu, dass wir uns das da besorgen. Ah, ich erinnere mich an diesen Ort. Cool. Ja, ja, ja. Jetzt ist natürlich hier alles leichter, weil jetzt können wir hier rumschweben. So, jetzt müssen wir da die rechte Seite entlang. Wow! Oh, wow! Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Hii! So. Puh. Und nochmal ein paar Kristalle. Und dann müssen wir jetzt auch genug haben, um das da oben zu öffnen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie wir da hinkommen. Müssen wir irgendwie... Scheiße, wie kommen wir da hin? Hii! Wow. Irgendwo muss hier doch was sein, mit dem wir uns da hochschießen können oder so. Herr Flix, da waren wir auch noch gar nicht. Das sehe ich jetzt erst. Vielleicht kommen wir da gar nicht ohne weiteres hin. Wie kommen wir da hin? Hä? Scheiße, aber ich bin mir sicher, dass ich das von Weitem schon mal gesehen habe. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ach, wie ärgerlich. Hey, aber da unten, ist das schon aktiviert? Sonst könnten wir unser Kartensteinfragment da unten mal einsetzen. Wow, krass. Unsere Attacke ist mittlerweile ganz schön stark. Das ist ja cool. Boah. Also, da merkt man schon, dass wir wieder in einem Gebiet sind, das leichter ist. Ach, scheiße. Das haben wir auch schon gemacht. Meine Güte. Ich will doch nur ein paar nette Sachen einsammeln. Ist das denn zu viel verlangt? Also, ich will jetzt wirklich eine Runde drehen. Ich will, dass wir Sachen einsammeln können. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Damit das auch mal ein bisschen einfacher wird hier. Oh, das ärgert mich so sehr, dass wir da nicht hochkommen. Oder habt ihr eine Idee? Vielleicht, wenn der wieder auftauchen würde, hier der... Ah, wartet. Ich probiere mal, ob wir hier entlang... Aber das ist ja eigentlich ein anderer Weg. Und hier geht's auch nicht durch, leider. Oho. Ach, verflixt, hier waren wir aber schon. Mensch, das haben wir auch schon geholt. Was gibt's denn hier hinten noch? Ganze Menge eigentlich. Boah, da unten vor allem. So, also hier runter jetzt zum Beispiel, ja? Hi! Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, meine Güte. Hier unten im Wasser. Da müsste doch jetzt zum Beispiel was sein. Oh. So. Wo ist es denn? Da! Super. Und da unten könnte auch noch was sein. Da gucken wir jetzt auch noch. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Nach sowas suche ich. Super. Eine neue Lebenszelle. Sehr schön. Davon brauchen wir noch ein bisschen mehr und dann bin ich glücklich. Damit wir schon mal ein bisschen stärker sind. Super. So.
Okay, dann werden wir jetzt noch ein Stück weiter nach rechts und dann gehen wir mal nach unten. Ich glaube, da konnten wir früher noch nicht lang, weil wir noch zu verletzlich waren aufgrund des giftigen Wassers. Dann machen wir das mal. Habe ich gespeichert gehabt eben? Ich glaube ja, oder? Nicht, dass wir deswegen jetzt. Oh. Ah, nee, nee, da waren wir auch schon. So. Und dann hier runter. Und. Nee, hier links entlang. Genau. Da können wir jetzt auch in das Wasser rein. Und. Dann schauen wir mal. Oh, wie süß das aussieht. Das ist eine Wandmalerei. Wow. Das ist voll niedlich. Oh, wir haben auch jetzt fast zwei. Oder brauchte man jetzt immer drei? Da bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube, es wurde alles mittlerweile ganz schön teuer. So. Auf jeden Fall können wir hier drüben einmal speichern. Das nutzen wir direkt mal aus. So, und dann sind wir auch voll geladen. Okidoki. Oh, guckt mal da hinten. Na, das müssen wir uns doch mal holen. Das ist ja wahrscheinlich auch gar kein Problem. Das ist eine leichte Aufgabe für uns. Fium, fium. Ich liebe es, wenn er so springt und sich dann dreht. Das ist so süß. Oh. Okay. Ja. Oh, das war nicht so einfach, muss ich sagen. Wie kommen wir denn da oben hin? Ich glaube nicht, dass wir von hier aus dahin kommen. Mal schauen. So. Super. Das hätten wir mal geöffnet. Da unten ist direkt noch eins. Schauen wir mal. Oh, oh, hier. Okay, jetzt haben wir zwei. Super. Ah, und wir wurden auch direkt neu aufgeladen. So, das holen wir uns natürlich. Oh, das war eine ganze Fähigkeitenzelle. Das ist ja super toll. Haben wir hier oben jetzt auch noch was? Oder? Und kann man das da angreifen? Ja, das kann man. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Ja, noch mehr. Super gut. Und dann ist da unten bestimmt noch was drin. Und noch mehr. Wunderbar. Jetzt speichere ich, glaube ich, einmal, oder? Oder noch nicht? Wartet. Ich packe das erstmal. Ah, da hinten. Da können wir so sp so speichern. Das, okay. Das war ein Schock. Oh nee, ach, ich erinnere mich an diesen Ort, glaube ich. Ich glaube, wir gehen lieber hier oben lang, wenn es geht. Hey. Ja! So. Wie komme ich denn jetzt da oben lang? Scheiße, Mann. Ich habe Angst davor. So. Okay. Wir haben es geschafft. Kein Problem. Aber wo müssen wir lang? Da hinten, da können wir speichern. Oh. Die sind hier schon ein ganz bisschen stärker jetzt als zuvor. So, wunderbar. Und hier speichern wir. Und hier können wir doch auch unsere Fähigkeiten verbessern, oder? Oder geht das gar nicht hier? Ach, das geht hier gar nicht. Ah, doch, geht. So, was haben wir denn da? Also. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Lässt Fähigkeitenzellen auf der Karte anzeigen. Nicht schlecht. Ach, den Stampfer, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte das hier ganz gerne. Was kommt als nächstes? Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Okay. Oh, ah, verstehe. Jetzt wird das da angezeigt. Boah, meine Güte, wir haben aber auch einiges noch nicht eingesammelt, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Ich glaube, wir gucken mal kurz hier unten, dass wir uns das holen. Boah, dann können wir uns ja bald auch schon das nächste gönnen, weil wir haben ja schon über eins voll. Also, wir haben schon eins und noch ein bisschen voll, also so ein Viertel circa. Vorsicht, das schießt nach mir. Und hier müssten wir jetzt. Da ist es auch schon. Sehr schön. So. Wow. Ach. An diesen Ort erinnere ich mich auch. Und hier wurden wir auch mehrfach verletzt. Das weiß ich noch.
Aber das ist kein Problem. Wir gehen jetzt hier wieder lang und dann können wir ja auch oben nochmal speichern. Wobei, eigentlich lohnt sich jetzt, hier runter zu gehen und hier ein bisschen seitlich zu schweben. Super! Ja, geil! Noch einen ganzen Fähigkeitenpunkt haben wir. Das ist doch wunderbar. Oh, da unten, da ist noch so eins. Da hinten war einer der Bäume. Ich glaube, ich lasse mich mal hier runterfallen. So. Na? Das hatten wir ja aktiviert. Wunderbar. Nein! Wow, wow, wow. So war das nicht geplant gewesen. So. So, da runter. Genau, hier ist noch jede Menge zu holen. Wir sind zweimal... Zweimal Experience können wir hier sammeln. Beziehungsweise da oben auf jeden Fall. Wie komme ich denn da hoch? So. So, das hätten wir. Oh, da oben, da glänzt ja was richtig Geiles. Ich glaube, das ist ein... Wartet, dann müssen wir das mal anders machen. Ich glaube, das ist sogar... Könnte eine Lebenszelle... Oh ja, es ist eine Lebenszelle. Hm. Schaffe ich das? Ja, das schaffe ich. Super. Noch eine Lebenszelle. Wunderbar. So darf das die ganze Zeit bitte laufen. So, dann hätten wir auch noch das. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, indem ich hier hochgehe und speichere. Genau, meine Lieben. Bam. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Ori and the Blind Forest wieder. Und wir versuchen noch ein bisschen was einzusammeln. Und dann kehren wir zurück, um weiterzuspielen. Genau, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.